Vom 11. bis zum 13. August 2017 findet auf dem Erdbeerhof Glanz das traditionelle Erdbeerfest statt. Eingebunden in dieses Event ist die Glanz und Gloria Reitpferde und Fohlenauktion. Eno Glanz ist der Initiator der Glanz und Gloria Reitpferde und Fohlenauktion. Also wir hatten vor 6 Jahren die Idee und das Bedürfnis, einfach ein Erntefest zum Abschluss unserer Erdbeerernte mit unseren Kunden zu feiern. Wir sind ja in Hamburg sehr stark vertreten. Also unser Hoffest hat eigentlich 3 Schwerpunkte. Einmal ist es ein absoluter Treffpunkt für junge Familien und Kinder. Und dazu kommt eben zum Kontrast, kann man fast sagen, die pferdesportlichen Aktivitäten. Da ist einmal eben der Schwerpunkt, dass wir als Höhepunkt den Glanz Erdbeer-Cup, das ist ein 3-Sterne-S, veranstalten. Und neu dazu ist gekommen eben auch Dressurprüfungen, die bis zum Grand Prix veranstaltet werden. Der dritte Höhepunkt ist eben unsere Hofauktion Glanz und Gloria, die wir zum dritten Mal jetzt veranstalten. Und wir können sagen, dass wir eine immer ganz tolle Stimmung hier haben. Die Leute fühlen sich wirklich sehr wohl, das kann ich ohne Übertreibung behaupten. Wulf Hinrich Hamann ist Mitorganisator der Glanz und Gloria Reitpferde und Fohlenauktion. Wie auch im Vorjahr werden wir so ungefähr eine Stückzahl von 20, 25 Reitpferden haben. Das werden dann wahrscheinlich wieder 18 Springpferde sein, der Rest ist eben an Dressurpferden. Und bei den Fohlen hoffen wir, dass wir auch wieder auf diese Zahl von 25 kommen. Unter anderem natürlich wieder Spitzenpferde von den Vererbern wie von Casal, Diamant de Simili. Dann auch schon Nachkommen von den erfolgreichen Hengst Cascadello, der hier in Holstein sehr erfolgreich ist. Wir haben schon die 3- bis 6-jährigen vorselektiert, die wir schon lange aufgebaut haben, alle einzeln in ihren eigenen Ställen, wie bei Sören von Rönne oder Thiert Reikens und Dieter Mehrens mit Reimer Henning zusammen, genauso wie Stall Witt. Wir haben natürlich nicht nur Top-Springpferde, sondern auch letztes Jahr erstmalig Dressurpferde in unsere Kollektion mit aufgenommen. Da hatten wir zum Beispiel eine Della Rose mit einem Spitzenpreis von 120.000 Euro. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie vom 11. bis 13. August bei unserem Erdbeerhof Glanz in Dillenburg begrüßen zu können. Insbesondere ein Highlight ist ja unsere Glanz und Gloria Auktion. Haben Sie keine Scheu, kontaktieren Sie uns und fragen Sie Herrn Hamann. Und sonst ein tolles Wiedersehen am 11. und 13. August.